Mein Name ist Steffen Hensler und ihr seid bei den Cooking-Tipps. Heute geht es um das Curry, was ich mit Chris gekocht habe. Ihr habt ja gesehen, beim Reis habe ich ein bisschen auf dicke Hose gemacht und Zitronengras mit reingegeben und eine schöne Peperoni-Schote. Kostet natürlich Kohle, Zitronengras. Ihr könnt es aber auch günstiger haben, indem ihr einfach eine Zitrone nehmt, Schale abschälen, rundherum nicht das Fruchtfleisch, und die dann mitkochen lässt. Da kriegt ihr schon ein schönes Zitrusaroma, dann noch eine halbe Knoblauchzehe dazu, hat fast den gleichen Effekt. Dann haben wir Gemüse angebraten und das Ganze abgelöscht mit der Kokosmilch, um da richtig Geschmack ranzukriegen. Und wenn ihr sagt, hey, ich habe genug Kohle auf der Naht, ich will mir Zitronengras kaufen, dann gibt es einen ganz, ganz wichtigen Tipp. Nicht das Zitronengras einfach so als Stange reinschmeißen, weil so, ihr könnt mal riechen, das riecht nach gar nichts. Was ihr machen müsst, ist Messer nehmen und mit der Rückseite richtig das Zitronengras anschlagen. Weil nur dann hat es das volle Aroma. Ansonsten könnt ihr das vergessen. Da könnt ihr ein Stück Holz reinschmeißen. Schmeckt genauso. Und dann hatten wir noch gemacht, was haben wir denn dann noch gemacht mit ihm? Wir haben das angebraten. Wir hatten den Hinweis darauf. Das habt ihr mich ein bisschen erwischt. Ja, was wollte ich euch denn noch erzählen? Scheiße. Was wollte ich euch denn noch erzählen? Gleich habe ich es. Bleibt dran, gleich habe ich es. Ah, genau. Wenn ihr so ein Curry macht und wollt einen Geschmack haben, man sagt ja immer Curry scharf und so, aber ihr wollt auch so eine Nuance dazu bringen, dann empfehle ich Sesamöl. Dunkles Sesamöl hat aber, wie wir schon mal hatten, beim Kürbiskernöl einen sehr niedrigen Rauchpunkt. Deswegen, euer Curry ist fertig gekocht, da macht ihr plopp Flasche auf und so einen kleinen Schuss dunkles Sesamöl. Und dieses Curry kriegt eine ganz andere Note und ihr könnt richtig angeben. Aber denkt dran, der Tipp kam von What's for Beats mit Steffen Hensler, damit das klar ist.